Seit meinem frühen Arbeitsleben bin ich als Drechsler in der Produktion tätig und man kennt mich vornehmlich als Schalendrechsler, obwohl ich auch eine beträchtliche Anzahl an Längsholzarbeiten fertige. In dieser DVD werde ich Ihnen die Techniken zeigen, wie ich meine Werkzeuge schärfe und Ihnen auch verschiedene Schärfmethoden vorstellen. Wir werden uns jedes Werkzeug genau anschauen, sowohl für die Bearbeitung von Längsholz als auch für Querholzarbeiten. Sie werden sehen, wie Sie hervorragende Ergebnisse erzielen können mit einem Minimum an Schleifaufwand. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die Werkzeuge richtig am Holz ansetzen, um eine sehr gute Oberfläche zu bekommen. Und ebenfalls zeigen, wie Sie einige Fehler, die sogenannte Nürnberger, vermeiden können, welche genauso Teil des Drechseln-Lernens sind, wie das Hinfallen Teil des Fahrradfahren-Lernens ist. Sie werden die Gelegenheit haben, detaillierte Nahaufnahmen vom Gebrauch der Werkzeuge zu sehen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie die Bewegung des Körpers das Werkstück mitformt, da fließende Körperbewegungen dabei helfen, fließende Formen an der Drehbank oder auch einen perfekten Werkzeugschliff beim Schleifen zu bekommen. Scharfes Werkzeug ist das Allerwichtigste beim Drechseln. Wenn die Werkzeuge scharf sind, ist die Arbeit an der Drechselbank sehr effektiv. Es bedarf viel Zeit, bis man die Drechseltechniken beherrscht. Aber wenn die Leidenschaft zum Lernen da ist, so gut zu werden, wie es nur geht, wird man die Drehbank zum Leben erwecken. Everybody knows the ship is sinking.